Da sind wir auch wieder zurück. Das juckt wie immer. Bei einer weiteren Episode mit der krasse Matze People und der Stall. Nimm dir allmählich Formen an. Aber was ich mir jetzt auf jeden Fall zum Ziel gesetzt habe, ich möchte das nicht nur mit Holz ein bisschen verkleiden, sondern auch noch. Ist die Tür zu? Ja. Das Ganze ein bisschen mit Stein ummauern. So eine Steinmauer an und für sich wäre schon ziemlich cool. Allerdings, was brauchen wir dazu? 8 Milliarden Schüttein. Okay, was haben wir denn hier noch am Start? Wir haben hier Erde und Stein und Bruchstein und Kies. Das ist eigentlich nicht das, was wir brauchen. Aber ohne Ende Erde, das ist ja gigantisch, was wir hier Erde haben. Bringt mich jetzt hier gar nicht weiter. Das heißt natürlich auch, ich möchte auch diesen Berg später noch umbauen zu einem riesigen Schloss oder Haus. Oh, das wäre Wahnsinn. Aber nichtsdestotrotz, ich brauche jetzt hier erstmal etwas Stein, damit ich das Ganze ein bisschen verkleiden kann. Eine Neta wollte ich auch noch gehen. Was wollte ich im Neta? Der kleine Neta. Weil an und für sich sieht schon nicht schlecht aus, aber um ehrlich zu sein, es schaut ein bisschen langweilig aus, oder? Also das ist nicht optimal. Irgendwie gefällt mir das Dach nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Man weiß es noch nicht. Also, was machst du hier draußen? Wie ich das hier machen kann? Ach, dieses Mauskabel. Was ist denn das jetzt? So. Eventuell sieht das Ganze mit der Steinmauer deutlich besser aus. Das werde ich mir jetzt dann auf jeden Fall mal antun. Und zwar machen wir hier eine Bruchsteinmauer. Schauen wir uns das Ganze mal an, wie das vielleicht dann wirkt. So, und weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ups, was machst du da oben? So, 2, 3. Oh, Baum ist gewachsen. Mitten auf mir. Ist auch nicht so optimal. Da muss ich mal ein bisschen rumprobieren. Wenn wir jetzt hier mal etwas Stein rein, also Bruchstein reinbauen und den wieder brennen, dass wir normalen Stein bekommen, dann wird es vielleicht etwas besser. Aber da würde ich mich auf jeden Fall einen Kommentar von euch freuen. Was würdet ihr machen? Steinmauer, Bruchsteinmauer, gar nichts, wie auch immer. Da freue ich mich dann auf jeden Fall, wenn ihr da was zu beitragen habt, beitragen wollt. Aber Bruchsteinmauer an und für sich. Nicht tausendprozentig. Nicht tausendprozentig, das ist immer noch so ein bisschen rumgebastelt hier. Verdammte Axt. So, wo ist mein Zaun? Wo ist mein Zaun? Dunkel wird es auch schon wieder. Das ist ja schon wieder der pure Stress hier. Aber. So, jetzt schauen wir mal. Noch einen. Zack. Okay, dann gehen wir hierher und sagen wir. Aha, das geht also gar nicht. Und Steinziegel. Mit Steinziegel wollte ich noch was mit dem Haus machen. Kann ich da noch mehr bauen? Jetzt will ich da hergehen und sage, ups, so hier. Und die Steinziegel kann man hier. Ich kann auch eine Steinziegeltreppe bauen. Okay, was geht hier noch? Das geht nicht. Also ich kann definitiv keine. Ich kann also nur Bruchsteinmauern bauen. Jetzt werde ich das einmal so machen. 6 von denen.
Und dann hauen wir das weg. Nee. Nee. Ja. Und zwar so. Ja, da regnet es auch noch. Herzlichen Glückwunsch. Kein Kies, ich brauche Bruchstein. Dann lege ich den Bruchstein hier hin. Wow, das ist aber ein fetter Block. So, Bruchstein und lege dann hier die Ziegelstufen dann oben auf. Sieht das besser aus? Werden wir jetzt gleich sehen. Oh ja. Ja, das hat was. Ups, falsche Taste. Das hat in jedem Fall was. Das machen wir. Oh ja, das machen wir. Da habe ich jetzt Bock drauf. Das sieht richtig cool aus. Also, dann weg, weg, weg. Das machen wir jetzt natürlich idealerweise in der Nacht. Okay. Kann man so drüber springen? Nein, das geht nicht. Also es ist auch von den ganzen Idioten her sicher. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall extrem viel Stein. Okay. Das heißt natürlich, wir müssen jetzt wieder mal in die Mine. Gehen wir doch mal wieder in die Mine. Haben wir denn eigentlich alles? Wir haben ein Schwert, das fast kaputt ist. Wir haben ein Schild. Wir haben keine Panzerung. Wir haben Eisen. Wir haben Fichtenholzbretter. Sind wir überhaupt gewappnet? Essen haben wir auch. Ja. Was ist das Pferd? Das schreckt mich vielleicht wieder. Wie weit geht es denn da runter? Da geht es wieder ohne Ende runter. Da geht es rauf. Soweit ich weiß, beim Pferd, ich mal zur Seite Pferd, hier. Ja, Skill, komm schieß. Okay, hier, also man kommt ja hier wieder runter. Und ich, hier und dann runter und dann eigentlich normalerweise unter Umständen links abbiegen. Und da ist dann der andere Quark. Oh, man zieht da durch. Das ist ja praktisch. Haben wir hier noch was am Start? Hier haben wir noch Schwerter. Jede Menge Kies. Die komischen Tintenbeutel und Birkenholz. Hier ist nichts mehr drin. Aber soweit ich mich erinnern kann, haben wir hier irgendwo einen Tunnel gegraben, der dann hier eminent weit runter geht. Und wenn wir schon mal unten sind, dann suchen wir gleich Diamanten und bauen dann auch Stein ab. Plan. Guter Plan. Hoffentlich. Wäre auch wieder mal Zeit zu sterben, also haben wir schon lange nicht mehr. Gut, da habe ich bewusst eine Mauer hingebaut, weil ich da nicht weitergehen soll. Dann sprinten wir mal davor. Essen haben wir genügend dabei. Und da ist nichts. Jede Menge Kies, jede Menge Wasser. Warum fließt denn hier Wasser rein? Was ist denn das jetzt hier? Nein. Wir nehmen Granite. Das passt mir gar nicht. Warum ist denn hier Wasser? Wir haben einen Wassereinbruch. Komm nach vorne, tu es, tu es. Ja, jetzt. Und weiter. Okay. Ist hier irgendwas? Ich habe eine Treppe hochgebaut, das hat mit Sicherheit auch einen Sinn gehabt. Ich weiß das gar nicht mehr. Okay, wo geht's hier hin? Hier geht's nirgends hin. Da müssen wir also die Treppe definitiv hoch. Und dann sind wir beim Creeper. Hallo Creeper. So, sehr gut. Dann ist hier auch wieder ein bisschen Platz. Und dann haben wir hier eine Fledermaus und dann sind wir auch schon. Wo sind wir denn hier eigentlich?
sind wir eh schon auf Level 14. Das ist ja gar nicht undumm. Aber soweit ich mich erinnere, sind wir doch da hinten weiter. Oder so war doch das. Ja, ich erinnere mich vage. Oh nein. Wie komme ich denn hier raus? Ich muss erstmal was essen hier, damit die Heilung wieder startet. Okay. Der hat uns natürlich schon wieder fleißig Stein abgebaut. Sehr gut. Danke, Creeper. Und dann haben wir bewusst hier eine Mauer aufgebaut. Und trotzdem spawnen hier so offen. Dann geht es hier weiter. Das passt mir aber auch nicht. Den ganzen Quatsch, den brauchen wir eh nicht. Dann haben wir hier eine schöne Treppe runter. Okay. Hier runter und dann davor. Und da haben wir systematisch dann nach Diamanten gesucht und ich glaube, mich soweit erinnern könnte, die auch gefunden. Also hier geht ein Gang vor, dann nehmen wir doch dieses Eisen gleich mit. Wenn sie schon so rumliegt, dann sagen wir doch brav danke. Danke. Okay. Gott. Wer schreibt denn mich jetzt hier an? Ich bekomme einen halben Herzinfarkt. Geht's denn hier hin? Hier geht's nirgends hin. Gut, dann machen wir auch gleich hier zu. Blub, blub. Stopp. Und Chuck, die Bohne ist es hier zu. Redstone. Wir nehmen jetzt alles mit. So. Ja, genau, da haben wir natürlich gleich die Fackel weg. Das ist auch sehr intelligent. Okay, Redstone können wir natürlich immer gebrauchen. Und Kohle nehmen wir auch mit. Wir looten jetzt hier alles ab. Wir räumen den ganzen Tunnel aus. Zumindest auf das, was wir Lust haben. So. Und das und das. Ja, Kohle gibt es hier schon massig. Das ist unglaublich. Und in der Zwischenzeit kann ich daran überlegen, was ich hier noch bauen möchte. Also ich möchte auf jeden Fall die Steinstufe bauen. Ah, Steinstufe, die Steinmauer. Das wäre ziemlich cool. Ziemlich nice, ne? Wie man hier so sagt. Und so, dann geht der Weg auch wieder weiter. Ziemlich nah. Ja, sag mal, da ist ja alles hier. Haben wir damals nichts mitgenommen? Jetzt haben wir einfach nur durchgelaufen. Und in dem Fall möchte ich natürlich auch dieses Riesengebäude bauen, was wir gesprochen haben drüber. Das wäre schon sehr interessant. Also aus dem Berg hier eine komplette okay, ich glaube, die Kohle lassen wir einfach hier liegen. Und eine komplette Festung bauen. Das wäre eminent cool. So, also wir sind hier rein und haben hier 1000 Stege gebaut. Jetzt muss ich wirklich jeden Steg nochmal ablaufen. Ah, okay. Wo sind wir hier? 11. Der ging dann nach vorne und der ging auch nach vorne. Okay. Und dann ging es hier zu Ende. Also, das ist einmal soweit in Ordnung. Jetzt schauen wir nur, ob wir da hier noch was gefunden haben. Plopp. Und das kommt auch weg. So. Da ist in dem Fall sehr viel Obsidian, aber wir haben ja intelligenterweise die Diamantenspitzhacke verkackt. Weil ich hier wieder irgendwo gestorben bin. Wo geht es denn hier lang? Hier sind wir auch lang gegangen. Gibt es hier noch unentdeckte Pfade? Da ist nur das. Das können wir jetzt Redstone auch nicht gebrauchen. Ich habe so viel Redstone, so viel kann ich in meinem Leben nicht verbauen. Da oben ist auch Kohle. Hier geht es auch weiter. Da ist der Blah. Wo ist der Blah? Ach, hallo. Sind wir nicht irgendwo gestorben? Sind wir hier nicht? Hey, du. Ah, die Babys, die sind wirklich ganz schön ätzend. Oh nein. Oh nein. Fuck, Kruzifix.
So eine Scheiße. Kacke, 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 Arschlecken. Warum? Warum sterbe ich da einfach, hä? Kann mir das jemand sagen? Ein toller Beginn. Ein super Beginn. Kotzt mich das jetzt an. Kurze Fix, Fuck, Shit. So eine Kacke, so eine verdammte Hurenscheiße. Wegpferd. Ach, das ist doch dumm. Mir doch jetzt egal. Explodier doch, du Arsch. So ein Dreck. Gott, ist das...